Würde ich vielleicht einfach mal sagen, Patrick, erzähl uns ein bisschen, wie ist das passiert mit deinen Ohren? Wenn es für dich okay ist, können wir sehen, was unter der Mütze ist, wie das dann oben so oben rum aussieht? Ja, könnt ihr gerne sehen, also so. Hier ist gleich, also. Ja, ich lasse es jetzt bald operieren, das wird bald wieder, wenn wieder dran genäht. Und dann wachsen die wieder ganz normal dran und dann ist wieder ganz normal, sind die Ohren. Hast du dich aber schon mal einen Arzt angeschaut bisher? Nein, noch nicht. Hi, mein Name ist Patrick, bin 42 Jahre und konsumiere Crack. So Leute, was geht ab? Wir haben wieder den lieben Patrick hier. Schaut euch auf jeden Fall den ersten Teil an, da haben wir ein bisschen über Patricks Vergangenheit gesprochen. Wie es dazu gekommen ist, dass er hier im Frankfurter Bahnhofsviertel drogenabhängig geworden ist. Und jetzt werden wir auf jeden Fall nochmal die Geschichte mit seinem Ohr besprechen. Das ist dem einen oder anderen bestimmt beim letzten Video aufgefallen. Um diese Frage zu beantworten, wie es dazu gekommen ist, dachten wir uns, wir machen auf jeden Fall nochmal einen zweiten Teil. Dann würde ich vielleicht einfach mal sagen, Patrick, erzähl uns ein bisschen, wie ist das passiert mit den Ohren? Also wie gesagt, ich habe die Zeit, wo in Corona, dieser Coronavirus war, ne, da habe ich halt, musste man ja diese Corona-Maske tragen. Und ja, wie gesagt, diese Corona-Maske, ich habe sie getragen und habe sie halt, habe mir nichts dabei gedacht, habe sie Tag und Nacht getragen, habe sie nicht abgenommen. Und irgendwann nach Wochen habe ich halt irgendwie einen starken Schmerz geschmiert an meinen Ohren. Dann bin ich in die Bahnhofsmission gegangen, habe meine Mütze hochgemacht und habe gesehen, dass die Maske, die Bänder, haben sich in die Ohren reingeschnitten, also wie Messer haben die sich reingeschnitten. Papa, wer soll das unterbrechen? Wie lange hast du die Maske getragen, Bro? Boah, das waren über Wochen, also fast. Über Wochen? Du hast sie über Wochen nicht einmal ausgezogen? Ja, nicht Warum? Einmal ausgezogen. Ja, weil ich mir nichts dabei gedacht habe. Ich gedacht habe, die kann ja nicht schaden. Also was soll da passieren? Hattest du selber irgendwie Angst vor Viren oder was war deine Intention dahinter? Nein, ich weiß nicht. Das war ohne Hintergedanken so. Ich habe die getragen und habe gedacht, ja, da kann ja nichts passieren. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, Schmerz. Und dann habe ich einen richtigen Schmerz gehabt. Und dann bin ich in die Bahnhofsmission gegangen, habe meine Mütze hochgemacht und habe, wie gesagt, habe gesehen, die Bänder waren in den Ohren und waren schon wieder fast verwachsen mit den Ohren. Also schon, ich hab so einen Schock gehabt, ich wollte die Bänder abmachen. Ich habe nur die Bänder berührt. Das war ein Schmerz, das war unvorstellbar. Also das war übertrieben, das war richtig heftig. Also das war, und damit die Zuschauer sich da ungefähr ein Bild machen können, von was für einem Zeitraum sprechen wir da ungefähr, wie lange du die Maske aufhattest, konstant? Ja, also einen Monat bestimmt. Einen Monat durchgehend, damit geschlafen? Geschlafen, aufgestanden, gelaufen, ja. Und es war immer dieselbe Maske? Nein, nicht immer. Ich hatte am Ende drei Masken übereinander. Und dann habe ich mal irgendwann eine abgemacht und dann habe ich die übereinander getragen. Dann. Wenn es für dich okay ist, können wir sehen, was unter der Mütze ist, wie das dann oben so oben rum aussieht? Ja, könnt ihr gerne sehen. Also so. Okay. Hier ist gleich. Also. Aber du warst ja damit bestimmt beim Arzt gewesen, oder Patrick? Ja, ich lasse das jetzt bald operieren. Das wird bald wieder, wenn wieder dran genäht. Und dann wachsen die wieder ganz normal dran und dann ist wieder ganz normal, sind die Ohren. Also kann man dir jetzt dahingehend keine gesundheitliche Hilfe anbieten in Bezug auf die Ohren? Nein, nein, ich werde dann einen ärztlichen Termin machen und werde dann ins Krankenhaus gehen, wenn das wird eine Operation. Aber das, dass sie jetzt so getrennt sind, das hat ein Arzt gemacht oder sind die? Nein, nein, das war von den Masken, hab ich gesagt. Aber die sind, ich verstehe schon, was du meinst, aber sind die dann einfach, die Ohrmuschel dann einfach runtergefallen von alleine und seitdem hängt sie auch so? Umso tiefer, umso. Hast du dich aber schon mal einen Arzt angeschaut bisher? Nein, noch nicht. Wahnsinn, also du warst damit noch gar kein einziges Mal beim Arzt. Scheiße. Können wir jetzt irgendwie dafür sorgen, dass ein Arzt sich das anschaut? Ich habe schon mit meinem Speedworker darüber geredet und wir machen das Schwarze mit meinem Speedworker. Ich werde das alles in Angriff nehmen. Also. Okay. Fällt dir irgendwie eine Möglichkeit ein, wie wir dich jetzt hier in dem Moment unterstützen können, was die Ohren angeht? Oh, außer irgendwelche Unterstützung, also ganz Hilfe, ehrlich gesagt, Pflege, irgendwas? Habe ich alles mit meinem Speedworker besprochen und schon, wir haben schon einen Plan und ja, den werde ich jetzt in Angriff nehmen und damit wieder alles an seinem rechten Platz da sein, wo es hingehört. Ja. Soweit bin ich auch froh, dass ich diese Frau habe. Die ist echt eine gute Frau. Die hilft mir. Und die wird dann auch erklärt, das wird dann ganz normal wieder dran genäht? Das wird wieder dran genäht und dann wächst es wieder an die Ohren, so wie es war. Hattest du irgendwelche Beeinträchtigungen jetzt aufgrund dessen? Nein, nein, der Gehörgang ist ja drinnen. Das ist ja nur die Ohrmuschel außen. Das hat mit dem Gehörgang nichts zu tun. Also Gehörgang ist ja ganz normal. Ich höre ganz normal wie jeder andere Mensch auch. Und seit wann hängt die jetzt so runter? Wie lange ist das? Oh, schon ein paar Monate. Ein paar Monate, ja. Aber ist nicht so, Patrick, lass uns ehrlich zu uns beiden sein. Hier auf der Straße nimmt man sich viel vor.
Und das zieht sich dann immer so lange in die Länge? Ich habe das echt vor. Also ich habe das mir vorgenommen. Und wir arbeiten, wir sind schon dran. Also ich und mein Speedbetter. Wir sind da schon am Ball. Ich bleibe da schon am Ball. Also ich will es auf jeden Fall machen. Ja. Das ist sonst, Patrick, erzähl uns mal ein bisschen was über deine Zukunftspläne. Ja, was soll ich denn sagen? Ich versuche halt hier vom Bahnhof wegzukommen. Haben wie gesagt mit meiner Speedworkerin, ja, und ja, soweit hab einen Plan mit, wir haben einen Plan so ein bisschen aufgestellt, einen Schritt nach dem anderen, was wir machen. Ich habe jetzt meinen Hartz IV beantragt, bekomme ich wieder. Nächster Schritt ist, dass ich wieder ja, mich um eine, Unterkunft kümmere und ja, soweit dann eins nach dem anderen so. Wie sieht es aus mit einem Entzug? Das werde ich dann nicht brauchen, das brauche ich nicht. Das werde ich nämlich alleine machen. Ich werde alleine ziehen. Ich habe schon mal einmal alleine im Krankenhaus war ich 3 Wochen und da habe ich das auch gemacht und von da war das kein Thema. Wie lange ist deine letzte Kliphase her? Das ist schon ein paar Monate, also ein bisschen her. Also das ist schon ja, über ein Jahr bestimmt, also so, wo ich im Krankenhaus war das letzte Mal. Wie lange warst du da drin? Über einen Monat, ja. Das ist immer so eine Kopfsache, ne? Das ist genau, das ist psychisch nur. Das ist kein, du hast keinen körperlichen Entzug, das ist psychisch. Aber wenn man dann rauskommt, dann sagt man sich halt, oh, jetzt, wenn du jetzt mal wieder einen rauchst, gell, dann musst du auch wieder richtig knallen, weißt du so. So nach einem Monat hast du nicht geraucht. Du brauchst nur einen. Und dann machst du. Aber du rauchst einen und dann bleibst du nicht bei dem einen. Und das ist halt das, ja. Ja, Jungs, so ist es halt. So ist das Leben halt manchmal. Ne? Es kann einen treffen. Aber man muss halt nur um, ich sage immer hier, wenn man einen Wille hat, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und man muss stark im Kopf sein, einfach nur einen Wille haben und sich vornehmen. Man will wieder ein gerades Leben haben und wenn man das will, dann kann man das auch schaffen. Ist nur der Kopf. Man muss sich das nur wirklich vornehmen und dann schafft man das auch. Okay, Leute. Was ich auf jeden Fall den Leuten auch sagen möchte, warum wir auch gerade hier dieses Video machen, ich kann mir vorstellen, Patrick, dass sehr viele Vollidioten hierher zu dir kommen, heimlich filmen, aufgrund der Ohren und alles, ja? An die ganzen Jugendlichen, die hierher kommen. Schaut mal, Leute, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn euch das fasziniert oder wenn ihr das irgendwie eigenartig findet, geht zu Patrick, fragt ihn, so wie ich ihn angesprochen habe. Er wird euch das sicher auf eine liebe Art und Weise erklären. Er weiß nicht. So, aber macht nicht diese Sachen, dass ihr Leute heimlich aufnimmt oder darüber lacht oder sonst irgendwas. Das ist nicht korrekt, das macht man nicht. Stellt euch mal vor, dass jeder von uns kann in so eine Situation kommen. Und genau deswegen machen wir die Videos, dass wir den Leuten zeigen, habt Respekt miteinander. Richtig. Macht nicht so eine Scheiße. Ist es schon passiert so, dass irgendwelche Leute so, hast du schon damit zu erfahren? Ich glaube schon, dass es so, ich habe es manchmal nicht mitbekommen, aber bestimmt haben schon so ein, zwei das gefilmt oder so, ja. Aber na gut, ich meine, was soll ich machen, wenn ich nicht mitkriege? Aber wenn sie meinen, wenn diese Menschen meinen, sie müssen es machen, ich sage immer so, Gott ist groß und sieht alles und jeder kriegt seine gerechte Strafe. Und darf ich fragen, Patrick, was du in deinem vorherigen Leben gemacht hast? Also, du warst ja nicht immer drogenabhängig, du bist ja... Nein, ich war zu Hause, ich habe eine Frau gehabt, ich war auch verheiratet, ja, 5 Jahre. Und ich habe eine 20-jährige Tochter auch und ja, ich habe im Logistikbereich gearbeitet, habe meine Arbeit gehabt, habe meine Wohnung gehabt in Griesheim und habe ein normales Leben eigentlich geführt. Ich habe sehr viel Alkohol getrunken damals. Okay, und dadurch halt dann nicht die Miete bezahlt. Das war meine erste Droge, auf der ich halt so war, ja. Ja. Und damit hast du dann auch die ganze Miete versoffen sozusagen? Genau, ich habe nicht mehr die Miete gezahlt. Und aber genau darum geht's, Leute. Schaut mal, Menschen wie Patrick sind keine Junkies oder Menschen zweiter Klasse. Das sind auch Menschen so wie du und ich. Ja, ich meine, du hast früher einen Job gehabt, du hast eine Frau gehabt, du hast ein Kind. Respektiert die Menschen, weil die haben auch eine Geschichte hinter sich. Dahinter steckt meistens eine Geschichte. Patrick, zum Abschluss. Du warst auch mal jung gewesen. Der ein oder andere jugendliche Zuschauer wird das Video hier sehen. Was sind deine Worte an die Jugendlichen draußen? Ja, ich kann euch nur sagen, Leute, guckt, dass ihr euer Leben... Man kann nicht mehr... Man natürlich der Weg, man kommt mal vielleicht auf dem schiefen Weg oder kommt vom geraden Weg ab. Aber verliert den Willen nicht und lasst euch, wenn ihr fallt, steht wieder auf. Und das Aufstehen ist manchmal schwerer wie das Fallen, das weiß ich. Aber verliert den Willen nicht, wieder euer Leben zurückzuholen und verliert den Lebensmut nicht. Auf jeden Fall müsst ihr immer stark bleiben im Kopf. Und lasst euch von niemandem beeinträchtigen, egal welche Menschen oder wer, egal was euch was sagt. Euer eigener Wille zählt, was ihr euch in eurem Kopf sagt, das ist Fakt und das zählt. Und nicht, was die Menschen euch erzählen oder euch, die euch voll
vormachen wollen. Ja, das ist, ihr müsst stark sein und immer an das glauben, was ihr wollt und was ihr erreichen wollt noch dann. Oder wieder erreichen wollt, wenn ihr in so einer Situation seid. Lasst euch deshalb nicht unterkriegen. So, noch ein paar Worte zu eurem Format wollte ich sagen. Das ist eine echt coole Sache, was ihr macht, ja, dass ihr so über die Leute der Welt mal so ein bisschen zeigt, dass die Menschen nicht alles nur, weil viele haben Vorurteile über diese Menschen und dass sie mal sehen, ja, was wirklich Fakt ist, ja, über diese Menschen. Und dass ihr das der Welt zeigt, das ist eine gute Sache, ja, finde ich. Und damit die Welt mal auch mit eigenen Augen sieht, das ist nicht so, wie sie nur denken. Dass sie mal mit den Augen sehen, das ist ja auch ganz anders. Da steckt eine Geschichte dahinter. Und es waren ja auch mal Menschen wie wir. Und weil viele denken, ja, wir sind keine Menschen, Menschen wie andere Menschen. Und auf jeden Fall, es ist echt eine gute Sache von euch, ehrlich, dass ihr das macht. Danke dir sehr für deine Worte, Patrick. An der Stelle, Leute, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, teilt die Videos mit euren Freunden. Und wer uns unterstützen möchte, der kann das gerne machen. Wir haben in der Infobox einen Link, wo ihr uns unterstützen könnt. Patrick, wir danken dir vielmals für deine Zeit. Kein Problem, Leute. Wir wünschen dir alles, alles Gute. Wenn wir dich irgendwie unterstützen können in der Sache mit den Ohren, lass es uns wissen. Bei euch finde ich auch alles Gute und viel Erfolg, ja, bei euch. Vielen lieben Dank, ja. Und an die Leute da draußen auch viel alles Gute.